Willkommen zurück zu unserem Let's Play Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Wir sind noch immer im Loch. Im Arschloch. Den habe ich von dir gestohlen. Ja. So, wir erheben uns und wir zeigen euch jetzt eine Abkürzung. Damit euch da, damit ihr da alles umgehen könnt. Naja, nicht alles. Vieles. Ja, vieles halt. Da mal vorbei und. Da vorne sind diese Pools, die kann man laut dir anzünden, habe ich auch noch nie gemacht. Genau, ja, die kann man anzünden. Aber die kann man komplett umgehen. Seht ihr das da oben, wo die vielen Figuren oben auf dem Vorsprung stehen, da kommen wir gleich raus. Da kommen wir dann raus, ja. Und zwar geht man... durch diese zwei Steine da durch, ganz langsam und vorsichtig. Nein, rechts davon, glaube ich. Na, da ist, da ist, okay, ja. So, da gehen wir ganz langsam und fallen wahrscheinlich gleich runter. Nein! Cool, wir haben es geschafft. Perfekt. Mit dem Katzenring kriegt man auch keinen Fall-Damage. Das ist cool. Da steht ein NPC, wenn man woanders schon mal mit ihm gesprochen hat, angeblich. Weiß ich jetzt nicht. Bei uns ist er nicht da. Nein, aber was soll's. Oh ja, da ist er. Oh, da ist er. Da ist er. Oh. You. My thoughts. Are very. Scattered. What is this curse? The question rings in my mind, but I haven't the focus to answer it. Loss frightens me no end. Loss of memory, loss of self. If I were told that by killing you, I would be freed of this curse, then I would draw my sword without hesitation. I don't want to die. I want to exist. I would sacrifice anything, anything at all for this. It shames me, but it is the truth. Sometimes I feel obsessed with this insignificant thing called self. Even so, I am compelled to preserve it. Am I wrong? Feel so? Surely you do the same in my shoes. Maybe we're all cursed. From the moment we're born. Sometimes I feel even am I wrong? So, haben wir den NPC auch noch gefunden. Wir sind so gut. So, die Marion. Du mit deinem Prinzip. Da war da nicht was. Schützenposition. Achso, ja. Ja, da kann man jetzt runterschießen, wenn man will. Wenn man da. Wo kommt's denn jetzt zum Leuchtfeuer? Moment, ich muss überlegen. Da hinten rechts. Gut, das heißt, wir sprinten einfach durch, würde ich sagen. Ja, aber weißt du, da steht der Heini davor und es kommt ein Phantom. Ah ja. Ja, wurscht, das heißt, wir sprinten nach vorne, geben in den Duftzweig sterben. Genau. Rennen noch einmal hin. Ja, es dauert mit der Abkürzung eh nicht lang. Da drin sind nämlich lauter... lauter Würmer, wirklich. Die kann man aber anzünden mit den Feuerpfeilen. Man kann reinschießen. Das ist aber zu mühselig, das auszuwerten. So, dann spurt einmal. Ich laufe. Danke. Da rechts. Genau, da gibt's rein. Gut vergiftet. Ja, da kommt schon das Phantom. Da kommt der Phantom. So. Ich laufe da gleich hinein. Nein, du musst ihn töten. Erst wenn er auch gestanden ist. Erst wenn er steht. Jetzt. Jetzt habe ich keinen Stamina mehr. Ja! Aber wow. Genauso wie ich es gesagt habe. Das Viech von hinten war natürlich auch nicht sehr förderlich. Naja, nicht wirklich. So, ich probiere es jetzt auch nochmal. Herzfehler am Zug. Aber genauso wie ich es gesagt habe, wir rennen hingeben in den Duftzweig und sterben. Ja. War anders darum. Ja, das ist halt ein bisschen schwer hier. So, Fackel brauchen wir jetzt hier nicht. Nicht zwingenderweise. Man sieht richtig wieder, ja, dass alles da leuchtet. Und sich vergiftet. Ja, wirklich. Wo ist das jetzt? Da, gell? Na, weiter vorn, glaube ich. Da? Ja, glaube ich. Oder? Versuch's einfach. Sehr wurscht. Ja. Ja, perfekt. So. Darf ich nochmal?
Wirklich? Danke. Das war jetzt dumm. Ja. Ich habe nicht drauf geschaut. Das ist mir auch überhaupt nicht mit. Nein, ich hab's. Du bist vergiftet. War es da? Ja, ja, da. Ja, da. Ungefähr da. Okay. Probier es einfach. Vorsicht. Du bist zu weit. Oh, 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 oh. Ich bin vergiftet. Da, oder? Nein, nein, da? Weiter. Genau. So, drop gleich. Jetzt heil dich. Voll. So, Lebenstein auch gleich. Genau. Passt. So, sollte sich ausgehen, oder? Dass er mich voll hielt. So, wir laufen jetzt einfach da straight durch und probieren das Phantom da drinnen zu zerstören. Aus Prinzip. Weil wir euch hassen. Ja, genau. Und du bist bei meinem Rundumschlag nicht drinnen, gell? So, jetzt aber. So, ab geht die wilde Fahrt. Hui! Würmer, 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 ganz viele Würmer. Ah, wo, 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 wo? Wo? Da, da, da. Nee. Also jetzt kommt das Arschkind, das kannst du gar nicht. Genau. Aber anzünden kann ich's. Ich glaube, kann man sich jetzt hin teleportieren? Ich weiß gar nicht. Vielleicht. Aber wir wollten eh die Riesen machen, oder? Auch, ja. Frage, was zuerst. Wurde besiegt! Ja, er ist runtergefallen! Heute springen sie alle freiwillig in den Tod. Menschenbild und setz dich. Yay! Gut. Das ist so gemütlich. Das ist so gemütlich. Okay, Riesen oder Boss? Boss. Ja, Boss. Boss. Wir machen uns nochmal Motivation. Yeah. Ja, 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 wir schaffen das. Du schaffst es, ich nicht. Wer weiß. Jetzt kommt das zweite Phantom auch gleich. Ah ja, das habe ich schon wieder vergessen. So, durch. Ich weiß, ja. Sehr klar. Und alle. Da ist es schon. Hast alle abgegriffen. Und durch. Nehmen wir uns zwei. Und viel Spaß mit der Cutscene. So, das ist er, der Verkommene. Ja. Ja, ich hasse ihn. Obwohl er nicht so schwer ist. Das werden wir dann sehen, wenn der Jin gegen ihn spielt. So, geht's drauf. Boom. Boom. Und vorne macht sie hier viel Schaden. Hinten eher nicht. Der Sorge ist aber, er bricht mit einem Schlag sofort die Decken auf. Alles, ja. Schaut, 407. Na gut, wenn ich schaff, schalten um aufs Estos, laufen weg von ihm. Er hat Gott sei Dank keinen ich kann es nicht aussprechen. Distanz an. Danke. Ja, und schon bin ich da. Nein, ich hasse den Typen. Wie heißt der auf Englisch? Rotten? Boah. The Rotten. The Rotten, Alter, wirklich. Ja, ihr wisst ja eh, was ich sagen will. Boom! Boom! Ich bin angefressen. Ich muss Vasen. Ich bin der Vasenzerstörer hier. Ah, ich hasse den Typen. Ja, okay. Jin ist dran. Jin, Jin. Er macht ihn jetzt kalt. Hoffentlich. Hoffentlich. Gleich beim ersten Mal, das wäre sehr episch. War ja sowas von klar. So, Round Nummer 2. Na, ich bin ins Feuer gelaufen, das darf man nicht machen. Nicht ins Feuer gehen? Ich hab's schon hier fast gemacht.
So, ich hoffe, der Lebensstein heilt mich jetzt ein bisschen gescheiter. Und jetzt ja. Nicht mehr. Gut, die Giftdinger am Anfang sind viel schlimmer als er selber. Das stimmt. So, heal you up. Tja. Ja, cut. Machst du wieder? Ah, du machst ja nicht. Wie habe ich ihn das letzte Mal so schnell gemacht? Mit einem Schwert. Ah ja. Mit einem schnelleren Ding. Nein, das macht so nicht. Deswegen habe ich auch das Gleamer geholt. Okay, links halten also. Oh, very nice. So, Runde Nummer 3. Jin, probiert's nochmal. Ich hab mein Schild vergessen. Voll. Jetzt hast du's. Und da machen wir 339. Das war auch gut eigentlich. So hat er mich getroffen. Ich bin eh gerollt. Ja, so ein Mistviech, der Typ. Er ist wirklich ein Arsch. Hässlich ist er. Urhässlich, was auch immer das sein soll, aus was er da besteht, nur aus Leichen. Ich glaube, es sind nur Leichen. Pfah. Ich hasse ihn. Ich habe ihn bis jetzt nur ein einziges Mal besiegt. Ein einziges Mal. Ich habe das Spiel, glaube ich, dreimal durchgespielt. Und ich habe ihn nur einmal besiegt. Die anderen zwei Male hat einmal Jin und ein anderer Kollege von mir immer besiegt. Ich habe ihn nur ein einziges Mal. Ich weiß nicht, ich komme mit dem Charakter überhaupt nicht klar. Ist eigentlich schon gut, dass wir das Loch zuerst gemacht haben. Ja. Solange du noch Zeit hast. Nämlich, er wird dann bald gehen. Ja. Das heißt, ich werde dann wieder alleine weitermachen. Schauen wir mal, wie lange wir da noch weitermachen. Seien wir mal kurz ruhig, würde ich sagen. Wow! Blockt, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja. Dann haben wir auch das 100er Schild ausgerüstet. Gott sei Dank, ja. Jetzt wollte er dich greifen, glaube ich. Ja. 81, schau, habt ihr das gesehen? 81. Genau, da macht er diese komische Druckwelle, ja. Die dir keinen Schaden gemacht hat. Und anscheinend richtig weggerollt. Anscheinend, ja. Zu spät gerollt. Nein, Feuer. Das war Glück. Wow. 407, sehr gut. Bei dem kann ich die Reichweite einfach nicht einschätzen. Das Beil kann man sich dann by the way auch bauen. Weg, weg. Jetzt hat er dich erwischt und jetzt bist du down. Das war der Klassiker, ins Feuer gepumpt. Ja. Ja, was soll man machen? Aber man sieht, es geht. Ja, und jetzt machst du ihn gleich nochmal. Ja. Cut. Diesmal. Diesmal machst du ihn. Diesmal ohne Schild. Diesmal ohne Schild. Beidhändig. Cut. Cool. Vorbeilaufen. Links vorbeilaufen müsst ihr. Ich lasse das jetzt mal so drin. Mal schauen, ob ich das nicht vergesse. Sehr nice. 500. Ohne Schild diesmal. Er macht ihn beidhändig. Mehr risky, aber ein bisschen mehr Schaden. Das stimmt, jetzt schreibt er sie auch. Ja, aus Prinzip. Aus Prinzip immer. Null Seelen eingesammelt. Normal. Boom. Sehr gut. So, komm, du Fettsack. Der Fett ist der. Er ist sehr schnell. Er hat sicher die Kondition auf 120. Na, voll. Sehr gut. Ja, jetzt macht er wieder die Seitenattacken. Die Seitenattacken, ja, die sind auch ziemlich böse bei dem.
Weil mit denen rechnet man nie. Nie, na. Bisschen Stamina aufpushen. Weg. Aber wenigstens lasst du einem Zeit, das wegzugehen. Wirklich, Gott sei Dank. Sehr gut. Weg. Sehr gut. Diesmal bist du entkommen. Gerade noch so. Bleib da wieder. Kann ich nicht einschätzen, was er damit machen will. Na, er tut deine Rüstung zerstören. Ah, okay. Das ist mir oft passiert. Und dann musst du alles reparieren, Alter. Und du bist aber bei null Seelen wieder beim Leuchtfeuer. Egal, aber heil dich gleich wieder. Nein! Oh, schade. Ich hab mir gedacht, das geht sich auch aus. Da müsst ihr aufpassen, dann nimmt er euch. Ja. Und dann frisst er euch. Böse. Oder sowas in der Art, ich weiß nicht. Irgendwas, ich weiß nicht, was er genau macht. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht erfahren jetzt. Nein, bitte nicht. Zeig es nicht her. Sehr gut. Einmal noch. Hau gleich drauf. Na, weg! Sehr gut. Heal you up. Töte mich jetzt hier an. Joi! Yes! Große Seele umarmt und Nummer 3. Sehr gut! So lala, da drüben liegt ein Item. Ja, da musst du drüber springen, ne? Genau, da kriegt gleich ein bisschen Schaden, was soll's. Feuersamen, trinkst gleich nochmal. Die letzte Estusflask. Genau, und gehst einfach wieder durch. Lauf durch und passt. Und da irgendwo ist... Irgendwo da ist eine Tür, da hinten ist sie. Ist sie, ja. Genau. Das ist ein bisschen versteckt, da müsst ihr ein bisschen die Augen offen halten. Passt. Da rechts, 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 rechts. Ah ja, da war ja was. Da war eine Truhe, glaube ich. Schlag drauf. Bevor er dich frisst. Das brauchen wir jetzt nicht. Versteinert, jetzt ist es das fünfte, glaube ich. Das, warum ist das immer bei den Bossen? Das muss irgendwas Gutes sein. Da geht es zum nächsten DLC da vorne, dieses grüne Leuchtende. Genau. Aber wir machen das hier. Bumm. Urleuchtfeuer entzündet. Und nach Hause. Bitte, ja, nach Hause. Gehen wir noch die Seelen aus, wir steigen wieder an Leveln hier. Da müssen wir eh nochmal ran. Die Riesen töten. Und dann gehen wir nochmal, ja genau, dann gehen wir nochmal zurück, aber das machen wir dann im nächsten Part, da werden wir dann die Riesen töten. Was wir jetzt machen ist, uns aufleveln und Bolzen kaufen. Genau, ich schau mal, wie viel wir leveln können. Genau. Was wollen wir, Stärke? Na, Zauber. Wirklich, jetzt? Ja, wir müssen ja irgendwann einmal ein Slot freischalten für unsere Pyromantie. Aber da gibt's einen Ring. Der dir zwei Slots gibt. Aber den möchte ich nicht wirklich anlegen. Warum nicht? Weiß ich nicht. Weiß nicht, aber jetzt noch auf Zauberskin ist wie umskin irgendwie. Aber wir müssen jetzt da die Ding machen. Obwohl wir auch Pyromantie nicht brauchen. Wir können das einfach später machen, wenn wir wirklich hochlevelig sind, wenn wir mal alles andere. Das könnte auch sein, haben. Ja. Na, mach auf Stärke halt. Du mit deiner Stärke. Ja, und dann ploppen wir gleich. Nämlich dann fehlen uns nur noch 3000 Seelen. Bis zum nächsten Level. Block genau. Gleich mehr für die Bolzen, nämlich auch. Also Inventar. Mach gleich so eine große, ja. Mach gleich zwei. Oder? Die haben nämlich nur 2000. Das haben wir eh schon ordentlich ausgeplündert. Ja, ich habe ja die Leiter vorher gekauft. Genau. Die hat auch noch 12.000 gekostet. Das ist nicht wenig für eine Leiter. Das stimmt. Jetzt machen wir die Riesen. Und dann machen wir die Ratten. Ja, mach Stärke. Du hast das Joypad in der Hand. So, jetzt haben wir eh nicht viele Seelen. Nein, aber ich glaube, das geht sich noch was aus, glaube ich. Ein paar Bolzen sind drin. Sicher, ja. Und zur wir Not... Wir haben ja auch noch die starken Bolzen. Das auch, ja. Du bist mein Teil. Entschuldigung. Entschuldigung, kann man mit dir auch reden? Normal? Geht das? Geht ja. So. Auf den Bolzen. 34 und das sollte ausreichen. Das sollte ausreichen, ja. Ich hoffe. So, jetzt kommen wir uns zurück zu den Riesen. Genau, aber das machen wir dann im nächsten Part. Wir reisen einmal nur hin. Tut. Wie ist es denn? Da ist es. Welches? Oh, das erste, glaube ich, ja.
Und das machen wir im nächsten Part. Wir bedanken uns wie immer fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Papa. Euer Herzfehler. Und tschüss. Jupp.